Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Flat World Survival. In der vergangenen Episode ging es ja zugegebenermaßen so ein kleines bisschen holprig zu. Ich musste da einen Cut machen, weil ich zwischendurch familiären Verpflichtungen nachgehen musste. Ja, will euch die Details jetzt eigentlich eher ersparen, aber ich habe tatsächlich mir das Video nochmal kurz angeschaut und man kriegt vom Cut eigentlich auch kaum was mit, außer dass meine Stimmung da ein wenig, ich sag einmal, verändert war danach. Aber wie auch immer, ich will euch, wie gesagt, hier nicht mit internen langweilen. Wir zocken weiter Flat World Survival und es wird auf jeden Fall sehr interessant, liebe Leute. Denn wir steuern ganz stark aufs End zu, Freunde. Und das ist ja immer ganz interessant, auf jeden Fall. So, wir benötigen auf jeden Fall Stöcke, Holz zum Traden. Und das organisieren wir uns direkt mal hier. Und dann brauchen wir nämlich ordentlich Enderperlen. Ich würde gerne ein paar mehr haben, also ein paar Enderaugen möchte ich mir craften, aus Gründen. Und ein paar Perlen hätte ich gerne noch so zur Sicherheit. Unter anderem auch da wir hier ja jetzt nicht die Möglichkeit haben, jetzt noch auf die Schnelle einen Trank des sanften Falls zu brauen. Eben weil wir keine Netherwarzen haben. In der letzten Episode, glaube ich, auch schon mal drauf eingegangen, habe ich auch schon mal erwähnt. War so ein Eimer Wasser und vielleicht die ein oder andere gut geworfene Enderperle tut es ja hoffentlich auch bei meinem Unterfangen. So, viele wissen schon, worum es geht. Es geht ans Eingemachte. Wir wollen Minecraft durchzocken, liebe Freunde. So, Katze ist, glaube ich, jetzt weitestgehend aus dem Sack. Die meisten haben sich es wahrscheinlich eh schon gedacht. Und das ist ja eigentlich auch das Ziel von ein jeder Survival-Welt. Oder es ist ein Teilziel, sag ich mal, den Drachen zu bezwingen. So, und genau das werden wir vermutlich nicht heute, aber es ist sehr stark anzunehmen in der nächsten Episode, Freunde. Kleiner Spoiler-Alert hier. Aber wir können uns heute schon mal, so gut es geht, darauf vorbereiten. Genau. Wir haben hier 10 Enderperlen. Das ist eigentlich schon mal ziemlich gut für die Enderaugen. Aber so ein paar mehr wären ja dann doch nicht schlecht. So, wir gehen mal zu der Stöcker-Heini GmbH. Aha, die treffen sich hier auch gerade alle. Die natürlich nicht, weil die lasse ich nicht raus. Das ist aus praktischen, pragmatischen Gründen, nicht aus villagerfeindlichen Gründen, so entstanden diese Idee. Ihr kennt mich, ich bin ein großer Freund der Villager. Und ja. Schwatze auch einfach gerne mal ein bisschen rum. Und so. Und wir schauen und sehen, wir haben 18 Smaragde. Könnte sogar sein, dass das inzwischen genug ist. Was haben die eigentlich jetzt für weitere Trades hier? Arrow of Leaping, Jump Boost und ein Unbreaking 1 Bogen. Und er hier. Achso, der ist noch gar nicht weiter. Naja, gut, hätte man den. Ist egal. Unbreaking 1 Bogen. Könnte man machen, muss man aber auch nicht, ehrlich gesagt. So, da ist unser Perlenheini. Und der gibt uns sage und schreibe 4 Perlen. Und ich würde mal fast denken und behaupten, das ist jetzt mal ausreichend. So, wir sammeln hier natürlich die Setzlinge ein. Pflanzen sie auch direkt wieder nach. Denn die Baummauer muss stehen, auf jeden Fall. Und dann gucken wir gleich mal, was wir alles benötigen und was wir alles mitnehmen. Vor allen Dingen, was wir natürlich überhaupt zur Verfügung haben. Hätten wir jetzt eine ganz normale Survival-Welt, wären wir mit Sicherheit ein wenig besser ausgestattet. Plus hätten wir noch mehr Zeit hier in dieser Flat World,
verbringen können. Dann hätten wir auch, was weiß ich, einen Verzaubertisch und komplettes Setup und die besten Verzauberungen und vernünftige Rüstung, vernünftige Werkzeuge, vernünftige Waffen und so weiter. Aber brauchen wir gar nicht, Leute. Brauchen wir gar nicht unbedingt. Kriegen wir auch so alles hin. So, nun aber mal geschaut. So, 1, 2, 3, 4. Lassen wir mal kurz, separieren wir hier mal kurz. Dann stellen wir mal das unser Blaze Powder her. Und nee, wir wollen 10 Augen, würde ich sagen. Guck mal, dann haben wir noch ein bisschen Blaze Powder in der Hinterhand, falls wir irgendwann hier doch nochmal weitermachen sollten. Und auch in dieser Episode erinnere ich gerne nochmal daran, liebe Leute, wenn euch das hier gefällt, dann schmettert auf jeden Fall sämtliche Daumen nach oben. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wenn ich hier aus dieser Welt auch mal einen Stream machen soll. Also ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Und wenn ihr das genauso feiert und genauso da Bock drauf hättet, dann lasst mich das doch gerne mal wissen in den Kommentaren, liebe Leute. So, nun schauen wir allerdings einmal, was lassen wir denn hier oder was nehmen wir denn überhaupt noch mit? Nehmen wir Ersatzrüstung mit? Ich bin fast dafür. Wir brauchen noch mal ein bisschen Holz. Die Neverending Story. Das nehmen wir auch noch mal hier. Zack. Und pflanzen das direkt an Ort und Stelle nach. Und jetzt holen wir uns mal von woanders Holz. Ich dachte gerade, da wäre irgendwas auf dem Dach, aber es war einerseits nur meine Imagination und auch ein Schornstein. So, da haben wir anscheinend einen Slime-Chunk noch nicht gespawn-proofed. Macht aber nichts. Tatsächlich sind die meisten hier nicht mehr in der Aggro-Reichweite. Das haben wir tatsächlich geschafft. Beziehungsweise das habe ich geschafft, weil das habe ich ja off-camera gemacht. Da war auch keiner von euch dabei. Ach, guck mal hier, wir können ja die Kiste auch einfach mitnehmen. Dann hätten wir uns auch das ganze Holzgefälle gespart. Ist egal, Leute. Macht nichts. Holz kann man immer gebrauchen. Ein Eimer fände ich eigentlich auch gut. Ein Reisebett. Müssen wir gleich nochmal überlegen. Vielleicht holen wir uns nochmal ein bisschen Eisen. Diesmal ein bisschen vorsichtiger. Hier, mein Freund. Oder auch nicht. Genau, geh mal weg vom Pferd. Dann hauen wir das nicht versehentlich. So. Genau, wir brauchen auf jeden Fall ausreichend Waffen, ausreichend Perlen. Augen haben wir auf jeden Fall. Ja, hoffentlich haben wir genug Augen. Ich hoffe, es ist stark. Was ist hier noch drauf? Soul Speed 2. Da können wir ja nun mal gerade gar nichts mit anfangen. So, hier wäre schon mal ein Reisebett. Eine Kiste nehmen wir mit. Die stellen wir direkt daneben. Mit Ersatzrüstung. Das muss mit. Das muss mit. Eisen können wir auch gebrauchen. Lapis brauchen wir nicht. Essen brauchen wir mit Sicherheit ohne Ende. Pfeile haben wir schon ohne Ende. Smaragde brauchen wir auf gar keinen Fall. Einen Schild brauchen wir. Hundertprozentig. Ein bisschen Holz nehmen wir auch mit. Eine Schaufel lassen wir mal getrost hier. Brauchen wir nun wirklich gar nicht. Ja, ein paar Stöcke, ein bisschen Holz kann eigentlich nie schaden. Wir machen uns gleich nochmal einen Eimer. So. Die Äpfel würde ich, glaube ich, auch nochmal hier lassen. Brauchen wir nicht. Haben wir genug zu essen? Das ist hier die große Frage. Ja, Leute, ich weiß, es ist eine Neverending Story in dieser Serie. Ich rede immer davon, aber wenn wir hier noch mehr Zeit gehabt hätten, Freunde, dann hätten wir hier unfassbar viel machen können. Wir hätten eine riesige Farm anlegen können. Wir hätten uns sämtliche Tiere holen können. Das haben wir alles so ein bisschen außer Acht gelassen. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt in der letzten Episode. Ach, wir können auch mal Chainmail Leggings nehmen, ne? Damit sehe ich keine normale hier. Nö. Gut. Wir hätten hier tatsächlich einiges mehr machen können. So, macht aber nichts, Leute. Ist alles nicht schlimm. Wie gesagt, wir holen das in etwaigen Streams nach. So, wir nehmen mal noch mehr bisschen Essen für die Backup-Kiste mit. Und dann brauchen wir natürlich auch noch
Brauchen wir noch einen zusätzlichen Bogen? Kann eigentlich nicht schaden. Ein Schwert. Ich mach mal noch ein Schwert auch für die Ersatzkiste. Sicher ist es. Sicherer ist es. So. Gut. Alles klar. Das sieht doch mal einigermaßen gut vorbereitet, gut ausgestattet aus. Wir haben Full Diamond. Wir haben. Achso, da ist der Bond. So. Und wir gucken mal, ob wir hier noch einen Ersatzbogen gekauft bekommen. Ja, guck mal hier, kostet 1 Smaragd. Nehmen wir doch nochmal einen mit. So schnell gehen die aber auch nicht kaputt, ne? Und dann nehmen wir von dem anderen. Warum der seinen Job nicht mehr? Achso, das ist ein anderer. Okay. Und dann nehmen wir nochmal 16 Pfeile mit. Hier, komm, was soll's. Kriegen wir auch direkt noch ein Level geschenkt. So, lass mich mal durch da, danke. Ach, der kommt nur zu Besuch. Oder ist auch Kunde. So. Gut. Ja, ästhetisch haben wir hier sowas gemacht. Eben gerade. Und eine schöne Baumauer. So heißt es. So, wo ist jetzt das Ding? Da. Gut. Gut, Leute. Es wird interessant. Dann wollen wir doch mal schauen, wo das Stronghold sich befindet. Vielleicht machen wir das mal mit F5. Vielleicht kann man, ich probiere das mal aus, ob man das dann vielleicht irgendwie besser sehen kann, wo das Äugelein hinfällt. Aha, okay, es geht straight in die Richtung. Gut, geht nicht kaputt, das ist fein. Tatsächlich kann man ja im Superflat dann einfach die ganze Zeit straight in die Richtung reiten. Das macht es sehr, sehr einfach. Also ich vermute auch mal fast, dass wir gar nicht mehr oder gar nicht großartig mehr Augen benötigen werden, eben weil hier keine Hindernisse sind, ne? Bis auf Schleime, Dörfer etc. Gucken wir mal. Gucken wir mal, gucken wir mal. So. Mal da lassen wir unser schönes Dorf hinter uns und es geht los auf in ein großes Abenteuer. Auf jeden Fall gucken wir mal, wie groß und wie erfolgreich und wie interessant. So, die Perlen habe ich 4 Stück. Das ist. Oh, ich sehe was. Oh, es ist ja wunderschön, wie das da gespawnt ist, nicht wahr? Haben wir eigentlich Baublöcke dabei? Nee. Ach, die sind auch ein bisschen blöd manchmal, ne? Können hier diesen Netherrack nehmen als Baublöcke, beziehungsweise wir können auch das Stronghold so ein bisschen kurz und klein machen, aber irgendwie müssen wir da auch hochkommen. Hoch und rein vor allen Dingen. Ui, guck mal hier, 2 Goldblöcke. Das gönnt aber hier ganz schön. Oh, guck mal hier, Obsidian. Oh, können wir mitnehmen. Smite ist, glaube ich, gut gegen den Drachen, oder? Probieren wir mal aus. Ich glaube, es ist gut. Was ist denn nochmal Smite? Smite ist, glaube ich, gegen Untote. Zählt der Drache als Untoter? Ich weiß es nicht, Leute. Aber warum bin ich jetzt schon abgestiegen? Und warum ist hier auch schon wieder ein Slime-Chunk? Was soll das? Okay, da ist auch der Portalraum schon gefunden. Zack, so schnell geht das. Da, 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 da. So, du wartest hier, Trapper John. Fatih hat was vor. Ach so, Baublöcke wollte ich mir ja holen. Ja, sauber. Ja, das sollten wir tatsächlich tun. So wenigstens ein paar. Ach komm, ey, können wir auch die von hier unten nehmen, solange uns der Schleim da nicht auf den Zeiger geht. Wahrscheinlich gleich Silberfische kommen. Ich habe es schon geahnt. Ja, das ist schon wieder weg. Oder wir machen das hier wie die Profis. Yeah. So, es geht natürlich auch. So. Oh, was haben wir denn hier? Hallo? Nix, okay. Ja, wunderschön. Ja, tatsächlich kann ich ja noch mal ganz kurz hier so fernab des Roleplay einfach Minecraft-technisch was erklären. Und zwar geht das mit diesen Strongholds und auch mit allen anderen Strukturen
Also nicht mit allen, Quatsch. Dörfer gibt es immer, aber mit einigen anderen Strukturen geht das nur, wenn man die Welt in der 1, oh Gott, jetzt habe ich es vergessen, ich glaube in der 1.17 oder so startet. 1.17.2. Nagelt mich nicht drauf fest, ich habe es irgendwann schon mal erwähnt und genau, einfach einmal die vergangenen Episoden luschern. Da habe ich es schon mal erklärt und gesagt, ich glaube am Anfang direkt, in welcher Episode, Quatsch, in welcher Version man das Game am besten starten müsste, damit man Stronghold etc. und das alles auch hat. So, was haben wir hier, ein Armor Stand? Okay. So, jetzt haben wir wahrscheinlich da unten gleich das reinste Mobfest. Oha, da sind auch schöne Loot-Chests. Die holen wir uns. Da wäre auch die Bibliothek. Da würde ich eigentlich auch gerne mal hingucken. Jetzt gehen wir noch mal einmal kurz pennen. So. Ich glaube, das bezieht sich auf die Strongholds, auf die Ruined Portals, und auf die. Nein! Oh, schaffen wir das noch? Ja. Das Bett, das würde ich ja schon gerne neben das Portal stellen. Oha. Ja, wo man schon vom Mobfest spricht. Und auf die. Was habe ich denn jetzt gesagt, Leute? Meine Güte, hier sprechen und. Und spielen ist mal wieder ganz, ganz schwer. Ja, wir machen uns jetzt mal ein paar Baublöcke hier. Das ist mir hier zu blöd. Wir gehen mal in die Bibliothek. Genau, diese Wachtürme, die Ruin Portals und eben das Stronghold. So, spawnt jetzt hier. Oder sind hier diese Chests? Also hier können wir auf jeden Fall uns Bücher organisieren. Aha, da sind es auch welche. Da ist auch eine. Was ist das hier? Oha! Sehr nice, Leute. Efficiency 4. Na, das kann ja richtig was. Das hier ist auch alles schicki. Das nehmen wir jetzt aber mal noch nicht mit. Ja. Gucken wir da noch mal. Ich habe noch genug Schwerter dabei. Ja. Oha. So, ich glaube, da ist noch eine Bibliothek. Na, das ist ja was. Ist auch mal witzig, ne? So ein Stronghold irgendwie im ganz im Offenen. Ich weiß, ich habe das jetzt gerade so richtig schlecht erklärt. Protection 3. Ist gar nicht so schlecht. Mit den Strukturen und so weiter. Ich kann das nochmal dann irgendwann bei Gelegenheit in Ruhe machen für die, die das interessiert und die eventuell auch mal eine Flat World durchzocken wollen. Es ist auf jeden Fall sehr unkompliziert. Logischerweise. Und genau. Muss halt einfach nur in der 1. Ich glaube, 1.17.2 war das tatsächlich. Muss man einfach nur das Spiel starten, beziehungsweise die Welt starten und dann. Und dann, glaube ich, 1 in der 1.8. Oh Gott! Aber Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Unbreaking 3. Sharpness 4. Da bin ich ja fast gewillt, mir das noch aufs Schwert zu hauen, ne? Aber die Zeit, die Zeit, die Zeit. So, wie machen wir das jetzt hier am schlausten? Ich glaube, wir packen hier einfach alle Bücher rein und dann markieren wir uns das hier nochmal irgendwie. So. Sauber, Leute. Das ist ja der Hammer. So. Tja, dann würde ich sagen, ja, dann kommen wir einfach später nochmal wieder hierher, ne?
kommen wir noch mal wieder und dann gucken wir noch mal, würde ich sagen. So. Wollen wir noch mal zur nächsten Chest, die war, glaube ich, dort. Ach nee, komm, jetzt juckt es mich echt langsam in den Fingern. Jetzt muss das mal hier langsam losgehen. Wir haben natürlich jetzt keine Schaufel dabei, hätten uns auch easy einfach Dirtblöcke organisieren können. Ja, sich vorher Gedanken machen und irgendwas überlegen ist einfach alles, Leute. So, was haben wir denn jetzt hier? 12, da haben wir auch nochmal 5, ja. Könnte klappen. Könnte klappen. Könnte ausreichend sein. Zur Not schlagen wir hier nochmal ein bisschen was weg. So, mir fallen jetzt hier keine Silberfische auf den Kopf. Das wäre tatsächlich ein bisschen blöd. So. Da ist er. Da wollen wir hin. Gut. So, kommen wir da schon hin? Ja. Ja, fast. So. Ich höre schon die Silberfische. Dürfen uns jetzt hier nicht runterschmeißen. Das wäre blöd. Deswegen machen wir mal hier direkt das Wasser hin. Meine Güte, keine Sekunde zu früh. So, die machen wir erstmal weg hier. Aua. Ätzenden Igel. Wieso lässt sich der Spawner denn nicht ab? Jetzt ist hier auch noch ein Schleim. Meine Güte, zum Glück machen die so gut wie gar keinen Schaden. Das ist meine Party. Ihr seid hier nicht eingeladen. Absolut frech. Absolut frech ist das. Warte mal, ein Block hoch ist nicht genug, ne? So, wo ist mein Brot? Hier. Gut, der erste spannende Kampf ist geschlagen. Mehr oder weniger spannend. Und ja, ich denke mal, jeder von euch weiß, was in der nächsten Episode passiert. So, wir bereiten das Ganze natürlich nochmal vernünftig vor. Spawnpunkt gesetzt. Ersatzrüstung, Ersatzschwert. Tun wir da rein. Ja, das sieht einigermaßen aus. Im allerschlimmsten Fall nehmen wir nochmal eine Axt. Ersatzbogen. Nehmen wir auch und dann packen wir da auch nochmal einen halben Stack Pfeile rein. Im Idealfall finden wir ja die alten Sachen wieder. So, dann haben wir hier unsere Notfallgeschichten. Warte mal, ich mach mal da den Bogen hin. Hier das Wasser, da das Essen. Das kann auch hier bleiben, das auch. Das auch. Und hier kommt auch noch mal ein halber Stack Essen rein. So. Schön die Notfallkiste vollgemüllt, aber das macht gar nichts, Leute. So. Und so wie ich das sehe, haben wir auch genug Augen. Perfekt. Ist auch keins kaputt gegangen auf der Reise. Gut. Freunde. Ja, das war es allerdings für heute. In der nächsten Episode wird es tatsächlich sehr, sehr spannend, Freunde. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaltet morgen gerne ein, auf jeden Fall. Und wenn euch diese Episode gefallen hat oder überhaupt die ganze Serie gefällt, dann schmettert auf jeden Fall gerne den Daumen nach oben Button und alle, die das noch nicht gemacht haben, klickt auch gerne mal auf Abonnieren. Ich wünsche euch was, Leute. Ciao, bis morgen.